So, vor dieser Tür, da haben wir letztes Mal Pause gemacht. Wir haben mittlerweile 20 Uhr. Ich wollte gerade nochmal überprüfen. Und wir machen hier gleich weiter. Oh, ich glaube, ich sollte meinen Helden aber auch mal wieder etwas gönnen. Okay, er hat 14 von 31. Er könnte mal einen Heiltrank nehmen. Ja, so, nehmen wir einfach mal. Zack. Eine leere Glasflasche, die wir natürlich sofort in den Glascontainer schmeißen. Weg damit. Jawohl. So, er hat aber noch viel vierblättige Einblären hier. Kann ich da noch eine nehmen? Ja, mal gucken wir mal. Zwei. Vier. Ach komm. Den einen Scheiß. Da scheißen wir doch drauf, hä? So, du bist von 32, 33. Oh, du bist aber auch nicht mehr gut dabei. Pass auf, dann nimmst du auch noch was. So. Wir wissen ja nicht, was uns gleich erwartet. Deswegen machen wir das Ganze gerade jetzt mal ein bisschen, dass wir da problemloser reinwarten. Oh, du kriegst mal alle. So. Kleiner Mann. So, du kriegst noch eine. Ah, du kriegst noch zwei. Was soll's? Ach Mensch. So, ein bisschen dürftig hier. So, jetzt klappt doch. Okay, du bist fast full. Du könntest auch was nehmen. So, perfekt. Du, ja, auf jeden Fall auch. Ich bring's jetzt alle mal gerade auf den neuesten Stand. Ah, fast neuesten Stand. Ich glaube, der Rest war soweit in Ordnung. Okay, Astralenergie mangelt es ein wenig. Vielleicht könnte das dann doch hilfreich sein. Und von daher nehmen wir ihn. Ach, guck mal, hier schmeißt du die Glasflaschen direkt selber in den Container. Ist natürlich auch gut. Naja, was soll's. Egal. Also Kleinigkeiten brauchen wir uns hier keine Gedanken machen. Wir sind zum Spielen da. Isidoro, bitte öffne einmal diese Tür für uns. So. Oh, schaffst es nicht. Ja, aber meinen hier, dass du das hinbekommst. So, einmal durch. Ach, wer hätte das gedacht? Naja, ein Kampf. Weil es so viel Spaß macht, ne? So, die stellen wir mal gerade hier unten hin. Na, ruckelt gerade ein wenig. So, wo ist Jesidorfo? Kommst du überhaupt hin? Ja, kommst du, ne? Ach, weißt du was, die restlichen können ja erstmal zurücklehnen. Solange wir da mal eine Fernkämpferin noch dabei haben, passt das schon. So, hau mal Druffe. Dann zeig ich mal, was da ganz. Ziel ist auch unerreichbar. Okay. Man muss auch Ziele haben im Leben und man muss auch so realistisch genug sein zu sehen, die sind unerreichbar. So, du darfst auf draufhauen. Kladradatsch. So, jetzt sind aber alle hier drauf, um ihn fertig zu machen. Naja, mit mäßigem Erfolg. So, kannst du noch angreifen? Nö. Okay, dann nicht. Dann halt in der nächsten Runde. So, dann Idorian. Okay, dich bekommen wir erstmal nicht. Genau wie dich. Du löst, man weiß nie, wie die Räume aufgeteilt sind. Ich glaube, das ist noch ein bisschen random. Sodass wir dann nicht einfach mal sagen können, oh, wir brauchen jetzt hier zwei Fernkämpfer auf jeden Fall und wir brauchen den Zauberer oder den Magier, das ist ganz wichtig. Nee, wir wissen es einfach nicht. Und von daher müssen wir uns auch auf kleinere Räume wie in diesem Fall auch mal einstellen, sodass mal zwei nicht kämpfen können. Können sich halt ein bisschen entspannen, aber man weiß nie, wer das ist. Das ist auch schwierig. Ich hatte schon mal einen Raum gehabt, der war so schmal, so ein Gang, dass wirklich nur einer gegen denjenigen kämpfen konnte. Das war natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen suboptimal. So. Jetzt sollten wir ihn aber mal killen, weil er wird gleich wahrscheinlich beim nächsten großen Treffer die Biege machen. So, mal gucken, ob das jetzt schon der Fall ist. Oh. Könnte der entscheidende Schlag gewesen sein. Naja, er wird es nicht mehr schaffen. Was soll's? Oh, nichts bekommen? Das ist aber schlecht. Naja. Man sollte aber nicht immer so gierig sein. Auch einfach mal ein bisschen Dankbarkeit, einfach, dass man überlebt hat. Das reicht ja eigentlich auch schon. So, was hier? Ach, eine Statue, alles klar. Ich glaube, ich mache das Richtige mit den Statuen zu schlagen. Bin ich mir sehr sicher. Okay, gehen wir mal hier hoch, weil der Gang ist noch offen. Hoffentlich war das kein Fehler. Ach, guck mal hier, da geht es weiter nach unten. Alles klar. Dann machen wir den einen. Ja, machen wir die eine Tür noch. Dann haben wir alle Türen, die wir brauchen. Und dann können wir ganz entspannt nach unten gehen. Oder auch nicht. Na? Oh, eine Truhe. Robe, Robe, Laterne. Eine Robe.
Öl brauchen wir auch nicht. Was für eine Robe haben wir denn jetzt? Na, wer hat die Robe eingesackt? Ach, das ist so eine, der Burgal schon hat. Ja. Ach, weißt du was? Nimm mal mit, die können wir immer verkaufen. Ja, ja, ich weiß, was für ein hartes Leben. So, hier ist noch eine Truhe. Wollen wir auch nochmal öffnen. Achso, verschlossen. Okay, öffnen. Na? Hä? Ja, was ist denn jetzt? Bloß, wir haben das jetzt nicht hinbekommen. Okay. Haben wir noch nicht gehabt. Truhe, wo nichts drin ist. Ja, eine leere Truhe, ganz klar. Okay, wir sind bereit. Sollen wir hier mal nachrasten gerade? Komm, sie kann sich noch was hier reinhauen. Musste ja wieder gerade alles abbekommen. So, perfekt. Perfekt, möchte ich fast sagen. Jetzt möchte ich aber gerade mal gucken, wie sie besser... Ach, guck mal hier, sie ist auf 6 und 5. Ist noch nicht so doll, wa? Kann sie denn hiermit besser hantieren? Ne, 5 und 5. Ganz im Gegenteil. Ach ja, 8, 5, 6, 7. Sie hat 19, sie hat 20 Pfeile. Okay, was ist das hier? Das ist eine Stichwaffe, da kann sie gar nicht mit hantieren, ne? Ne. Ach ja, weißt du. Gut, gehen wir mal runter. So, neue Ebene. Einmal drehen bitte, da geht's nach oben. Hier ist eine Tür, wunderbar. Geht schon direkt mit der Tür los. Öffnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich höre sie kommen. Ah. Oh, ein Fernkämpfer. Hm. Sehr schön. So, wenn er sich bewegt, kann er doch eigentlich angreifen, oder? Steht da? Ne, stehen doch Leute dazwischen. Tut mir leid, er kann nicht angreifen. So, aber, wir wollen ja... Ja, da kannst du natürlich nicht mehr angreifen, das war mir klar. So, wie sieht's denn mit dir aus? Ach, das ist alles blöd. Normal müssten die hier unten stehen. Ziel ist nicht erreichbar. Dann sichern wir dich erstmal und... Die Zwergin bewegt sich einmal da unten hin. Schafft sie eh nicht, aber... Boah. Ach, Mist. Da habe ich mich verklickt. So, du da unten hin. Ja. Das ist natürlich übelst, dass die Fernkämpfer sind. Ja, heißt für uns natürlich, das ist nichts Gutes. So, kannst du jetzt zaubern? Kampfzauber? Fulminikus, geht das? Nein, da steht jemand vor, ne? Ja. Steht jemand vor, dann wartest du einfach ab. So, Sigrima. Einmal bewegen, bitte. Weil das Problem ist jetzt, bis sie unten ankommen, da haben sie schon 3-4 Mal getroffen. Das ist sehr schlecht. So, jetzt geht er natürlich straight out. Zack. So, du dürftest ja jetzt angreifen können, ne? Jawohl. Dann schieß doch mal zurück. Gucken, wie denen das gefällt. Toll. Das hat die ja sonderlich interessiert. Oh, Alissa ist getroffen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, die stellen wir mal hier unten hin. Isidoro. Stellt sich mal da hin. Angriff. Mist. Jetzt blockiert sie natürlich. Das ist sehr blöd. Die stellen wir mal hier unten. Nein. Mit da unten dazu. So. Ach ja, das macht uns nichts. So, die stellen wir auch mal da unten hin. So, du bewegst dich, wie gesagt, straight out nach unten. Beim nächsten Mal dürftest du dann... Na? Hast du ja Zynia wehgetan? Das ist ja gar nicht gut. So, Fräulein. Das Fräulein-Wunder. Du gehst mal dahin. Und du entspannst dich noch ein bisschen. So, okay. Isidoro ist da. Geh mal eins nach vorne, jawohl. Und dann greifst du... Ach, Mensch. In der nächsten Runde an. So, hier zwei auf den. Den nimmt Herr Zynia zu sich zur Brust. Da, wunderbar. Das kann ich auch. Pass mal auf. Das ist noch schwieriger, finde ich.
Schwieriger als die in der ersten Ebene. Ich glaube, da haben die Programmierer das bewusst so eingetütet, dass die ein bisschen schwieriger sind. So, kannst du irgendwas ausrichten? Nö, ne? Na, jetzt mal unten hin. Gucken, ob du das vielleicht gleich kannst. Ne, pass auf, die stellen wir da unten hin. So. Alles klar. So, easy Oro. Aggressiv. Hey. Hey. Das ist gar nicht gut. Das ist echt nicht gut. So, auf den Kultisten. Dann Erzynia mit einem Pfeil zwischen die Augen. Oder doch nicht. So. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Macht euch mal keine Sorgen. Aha. Das war mal ein guter Treffer. Ich dachte, die wären nicht resolut, robust. So robust, dass wir denen nichts anhaben können. Aber dann bin ich froh, dass wir dann doch getroffen haben. Zack. Das Ganze nochmal. Aggressiv. Mist. Nicht, dass uns gleich die Pfeile ausgehen. Das wäre natürlich schlecht. Aber die können auf jeden Fall mehr Treffer abwehren als die aus der ersten Ebene. Das ist schon mal ganz deutlich. Aber das will uns ja nicht jetzt hier vom Siegen abhalten. Ne? Das dauert einfach nur länger, ganz klar. Es dauert einfach nur länger und das ist alles. Hey, das ist ja unfair. Ach, weißt du, so. Dafür kann die so sich jetzt rechnen, dass er gerade einen Pfeil abbekommen hat. Also die sind echt härter. Na gut. Hat aber lange gedauert, muss man da sagen. So, Jungs, bist du alleine? Was machst du? Flüchten oder kämpfen? Na, was machst du jetzt? Geh mal in den Nahkampf über, scheiß drauf. Du kannst nicht mehr angreifen, das weiß ich. So. Du, ihr bewegt euch alle mal schön nach oben hin. So. Lass die drei Nahkämpfer mal machen. So. Vor allem kann er ja jetzt gar nicht flüchten, ne? Er kann ja gar nicht raus. Fällt mir gerade auf. Eine blöde Situation. Blöd. So. Komm, schubst den um, dann ist er weg. Ach, wenn ich das sage, dann passiert nichts. Wow. Ich glaube, der würde am liebsten abhauen. Denke ich mal. Weil jetzt ist quasi Schabbes für ihn. Wow. Hat aber eine, ja, dickes Fell hier. Möchte ich mal sagen. Alter, ist gut jetzt. Na gut. Das liegt an uns teilweise, da wir einfach zu mumpig sind. Mumpig, das war ein schönes Wort. Habe ich gerade ausgesucht. Ich wollte eigentlich Mumpitz sagen, aber das passt ja natürlich nicht. Oder kennt ihr das Verb von Mumpitz? Ich kenn's zum Beispiel nicht. Schreibt's aber in die Kommentare. Ja, ihr wisst schon. Es kann sich nur um Stunden handeln. Jetzt ist aber mal gut hier. Komm, haut drauf und mach ihn fertig. Also wenn das so weitergeht, dann tausche ich gleich mal echt hier einen aus. Nah- und Fernkämpfer. Aber dann könnte er eventuell flüchten, das wäre gar nicht gut. Also wir lassen ihn mal normal angreifen. Vielleicht hilft das ja. Ich kenne noch nicht den Unterschied zwischen aggressiv, vorsichtig. Das wird bei uns am Tisch irgendwie nicht. Weiß ich nicht, dass... Ich glaube, wir müssen aggressiv angreifen, weil wir ihn umzingelt haben. Ach. Und dann einen Schadenspunkt. Meine Güte. Das heißt, wenn wir durchkommen, machen wir einen Schadenspunkt. Super. Ein never-ending Kampf. Jawohl. Oh, Schwert, Schwert, Lederzeug, Lederzeug. Sehr schön. Und 60 Abenteuerpunkte. Ja, hola, Adrio. Ein Schwert. Wer hat denn hier ein Schwert bekommen? Wer hat Lederzeug abbekommen? Lederzeug. Lederzeug. So, schön. Hier, pass mal auf. Ja. Wir nehmen uns das Lederzeug. Sehr schön.
Schwert. Ja, ich weiß. Du müsstest gleich wahrscheinlich was loswerden. Schwerter war sie ganz gut für. So, hat sie denn eine Stichwaffe? Komm her, Burgal, du kannst ja viel tragen. Dann nimmst du noch das Schwert in die Hand. Als zweite Waffe. So, Lederzweig haben wir auch verteilt. Sehr schön. Also Grundwerte. Jetzt haben wir nämlich hier Edorian 7 Rüstungsschutz. Sie kriegen mal 5. Isidoro 4. Herzynia 4. Alissa 5. Ist ja nicht schlecht. Und ja, Burgol halt 0. Aber der ist ja immer in der Ecke. Das macht dem ja nichts. Gut, erster Kampf. Wunderbar. Oh ja, Statue zerschlagen. Wenn das nicht mal gleich irgendwie gerecht wird von jemandem. Aus dem Boden schießen plötzlich dutzende kleine Ambussbolzen hervor. Wunderbar. Grima. Oh wei. So, ich stelle mich mal gerade in die Ecke. Gucken wir, ob wir noch wieder einen Heiltrank irgendwie zu uns nehmen können. Ja, so langsam könnt ihr auch eher einen Heiltrank mal nehmen. So, Glasflasche. Wie gesagt, den Container, ne? Sehr schön. So, dann nimmt sie auch mal einen zu sich. Ich bin aber zu schissig, ich weiß. Aber was willst du machen, ne? 21 von 31. So, das reicht. Dann hier sie auf jeden Fall. Gulmond-Blatt. Herrlich, nach so einer guten Portion Gulmond fühlt man sich gleich, als könnte man Bäume ausreißen. Achso. Okay, es steigert die Körperkraft. Na wunderbar. Das wollte ich aber nicht haben. So, nee, das ist übertrieben, wenn wir dir das so geben. Am besten geben wir dir mal eine, weil wir es eh nicht viel tragen können, denke ich mal. Und diese vertibbelst du gleich. So, du bist fast full. Oh, du hast aber viel abbekommen, mein Freund. Da können wir dir auch so einen Heiltrank kurz abreichen. So, alles klar. Achso, der schmeißt immer die Glasflaschen direkt weg. Komisch. Echt komisch. Komm schon, 4 kriegst du noch hin. Jawohl. Jetzt ist er nämlich auch wieder voll. Und ich fühle mich etwas besser. So, einmal abspeichern. Lalalala. So, guck mal, was jetzt kommt. Ach nö. Schon wieder? Wieso das denn? Ach, weißt du. Ist doch scheiße. Ist echt scheiße. Ach, das ärgert mich sowas. Sowas ärgert mich echt vehement. So. Nehmen wir mal ein Beispiel an Burgol. Der schmeißt die Flasche immer direkt weg. Kleiner Mumpitz hier. Ach ja, weil es so schön war. So, dann müsstest du aber auch mal eine nehmen. Tut mir leid. So. Oh wei. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Öffne dich, Sesam. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, abspeichern und Tee trinken. Hinein ins Getümmel. Oh Gott, da ist eine Truhe. Ach, ich wusste es. Verdammt. So, okay. Gehen wir mal in Richtung eines Kultisten. Sein gehst, kannst du noch angreifen? Ist das überhaupt ein Kultist? Nee, das hier sieht doch, den solltest du nicht angreifen. Wenn ich dich da einstelle, kannst du nicht mehr angreifen, ne? Nee. Hab ich mir schon gedenket. So, pass auf. Dann lass mich dich mal zaubern. Fulminicus Donnerkeil. Dann bist du nämlich schon mal. Okay, mein Plan war ein anderer. Was soll's? Angriff? Kultist. Aggressiv. Wow! Geht ja schon gut los hier. Okay, dann lassen wir mal Isidoro da oben hingehen. Dann können wir nämlich 2 gegen 1 kämpfen. Das ist dann doch ein bisschen fairer. Aggressiv. Blutz. Kablum. Kablam. Aggressiv. Ja, der hat auch nicht viel Spaß im Leben. Oh, ein Fernkämpfer. Das heißt, den sollten wir auch mal schnell zur Strecke bringen. Zaubern, pass auf, dann machen wir doch mal einen Zauber. Kampfzauber.
Fulminicus Donnerkeil. Jawohl. Oh, der ist gleich weg, keine Sorge. So, das heißt, du schießt auch hier runter. Sehr gut. Na, das war nicht so gut. So, kannst du aus dieser Distanz angreifen? Zu nah, das war mir klar. Dann gehst du mal eins runter und greifst ihn an. Zack. Sehr schön. Das sollte ihm eine Lehre sein. Dem Kleinen tu nicht gut. Ja, ja. Hast aber nur gedacht, ja. Ich fahre mal schärfere Geschütze auf. Oh Mann. Oder auch nicht. Mist. So. Muss ich mal kurz kratzen? Einen Moment. Oh. Okay. Muss ja auch mal sein zwischendurch, ne? Keine Zeit zum Waschen, da muss man sich halt mal kratzen. So, aggressiv. Griff. Ja, es wiederholt sich halt auch leider, aber das ist ja unsere Aufgabe hier, zu gucken, was findet eigentlich hier unten statt. So, jetzt gehst du mal wieder eins weg und greifst ihn dann wieder an. Och Mann, der flüchtet schon. Der hat aber auch nichts drauf. Okay, dann nimmst du dir halt den Nahkämpfer, den Fernkämpfer vor. Macht ja nichts. Blum! Na, du hast noch nicht genug. Pass auf. Und das machen wir mal anders. Vielleicht kriegt er ihn ja noch gestoppt. Ich glaube nicht. Warum will er denn schon flüchten? Ich habe immer Angst, dass sie dann Nachschub holen. Naja, der ist weg. Na gut. Kannst du machen, nix. So, du stellst dich auch mal da unten hin. Ja, Kleiner, bewegst du dich nach hinten. So, weil unsere Elfe, unsere zauberhafte Elfe, wohlgemerkt, möchte noch einmal einen Zauber loswerden. So. Jawohl, endlich mal getroffen. Also endlich mal hat der Zauber funktioniert. Ja, kannst du gleich mal einen Pfeil hinterher schießen. Sehr schön. Hauptsache getroffen. So, dann nur eins nach unten und dann schieß. Auch kein schlechter Treffer, muss man sagen. Ja, und der Knilch hat es immer noch auf Alissa abgesehen. Das gefällt mir nicht. Da sollte ich mal unseren Nahkämpfer zur Brust nehmen. So, hier, gegen deinen Zwilling kannst du auch mal kämpfen. Der böse Zwilling. Okay, der ist auch weg. Ach Mann, nicht, dass die gleich alle... ja, irgendwie doppelt und dreifach dann nochmal ankommen. Das täte mir gar nicht gefallen. Moment. Hab doch, glaube ich, gerade fast Isidore angegriffen. Ach Mann. Den eigenen Mann. Wie kann ich nur? Ist aber nichts passiert. Alles im grünen Bereich. So, jetzt müsste er aber auch langsam mal auf die Bretter gehen. Oh. Ich glaube, das war Isidore, gell? Ja. Hehehe. Das wäre dann schlecht gewesen. Sehr schlecht gewesen. So. Aber ich sag ja, das sind Zwillinge, da kann man sich mal leicht vertun. So, Isidore. Ende den Familienstreit. Oder auch nicht. Nein, ich bin jetzt zu weit runter. Das kann passieren. Das ist live, meine Damen und Herren. Sehr schön. So, du lass auch mal einen kaputt machen hier, Burgol. Ey, der will flüchten. Das geht nicht. Jetzt aber mit. Nein, er kann nicht mehr. Nein. Verklickt. Ach, scheiße. Der ist jetzt weg. Naja, was auch, dann machen wir es anders. Diejenigen, die noch was ausrichten können. Wie Alissa zum Beispiel. Sie sollte das jetzt noch schnell tun. Sehr schön. Sehr schön. Schwert- und Lederzeug. Wunderbar. Und 12 Abenteuerpunkte. So gefällt mir das. Nicht schlecht. So. Jetzt speichern wir hier nochmal ab. 50. Jawohl. So, wer hat das Lederzeug gerade bei sich? Moment, Moment. Wer hat das Lederzeug? Ich weiß nicht, ob Burgol Lederzeug tragen kann, aber wir versuchen es einfach mal. Ach, er kann kein Lederzeug tragen. Na gut, dann nicht. Lala.
So, was haben wir noch hier? Hier befindet sich ein Hebel in der Wand. Wollt ihr den Hebel umlegen? Nein, noch nicht. Wer weiß, was das bewirkt. So, hier ist eine Truhe. Truhe öffnen. Robe, Hemd, Hose, Dolch, Schwert, Weinflasche, Bier. Nein. Oh, und ein Dukaten. Sehr schön. Achso, das hatten wir da schon. Was bewirkt denn der Hebel? Was bewirkt der Hebel? Tja. Das. Diese Antwort kriegt ihr in der nächsten Aufnahme. Ich weiß, ist fies. Bis später. Oder demnächst. Ciao, ciao.